fährt elektrisch. Um den CO2-Ausstoß in der Metropole Ruhr zu senken, setzt das Projekt Metropol-E in einer der größten Städte der Metropolregion an. Die Mitarbeiter der Stadt Dortmund sind mit 10 Elektroautos und 10 Elektrorollern im Stadtgebiet unterwegs. Metropol-E integriert die Elektrofahrzeuge in die kommunale Fahrzeugflotte. Ein intelligentes Lade- und Flottenmanagementsystem organisiert den Einsatz der Fahrzeuge und wird im Projekt auf seine Alltagstauglichkeit hin getestet. Metropol-E wird gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Gesamtprogramm Modellregionen Elektromobilität wird koordiniert von der nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzelltechnologie. Über Metropol-E bindet die Stadt Dortmund das Thema Flottenmanagement und CO2-neutrale Dienstwege in ihr Mobilitätskonzept ein. Wir haben Masterplan Energiewende und Elektromobilität ist ein Baustein zum der Energiewende. Und wir möchten im Grunde genommen unsere kommunale Flotte in einer Höchstzahl mit Elektrofahrzeugen ersetzen und dabei aber das Thema integrierte Einbindung von erneuerbaren Energien spielen, um so die CO2-Neutralität unserer Dienstwege zu erhöhen. Das Besondere hierbei, die Fahrzeuge können mit direkt vor Ort erzeugtem Ökostrom geladen werden. An 3 Standorten produziert RWE in Dortmund erneuerbare Energie aus Sonne und Wind. 2 Mikrowindturbinen stellen Windstrom direkt für die Fahrzeugakkus bereit. Eine davon dreht sich auf dem Dach des Dortmunder Stadthauses. Am Gebäude der RWE Effizienz GmbH in Dortmund wird außerdem Solarstrom erzeugt. Das bedarfsgerechte Laden wird dabei ideal mit der Energieerzeugung abgestimmt. Ein Ziel von RWE im Projekt Metropol-E ist die Erforschung von dezentral erzeugter Energie im Zusammenspiel mit Elektromobilität. Das heißt, die Energie, die am Standort zum Beispiel durch Mikrowindanlagen oder Photovoltaikanlagen erzeugt wird, soll idealerweise zu 100% auch in Fahrzeugen landen. Damit uns dies gelingt, haben wir einen stationären Speicher als auch ein intelligentes IT-System entwickelt, was uns hilft, die Fahrzeuge, die in der Flotte unterwegs sind und täglich eingesetzt werden, bedarfsgerecht zu laden. Wird der Wind- und Solarstrom nicht gleich zur Ladung der Fahrzeuge gebraucht, wird er vor Ort gespeichert. So ist auch an windstillen und bewölkten Tagen stets genug Energie für die Elektrofahrzeuge vorhanden. RWE setzt dabei einen Batteriespeicher ein, der genug Strom bereithält, um die 10 Elektroautos der Dortmunder Flotte über Nacht zu laden. Im Rahmen von Metropol-E haben wir zusätzlich weitere 50 Ladepunkte aufgebaut hier im Stadtgebiet von Dortmund, sodass wir in Summe momentan über 100 Ladepunkte in Dortmund für Elektromobilität zur Verfügung stellen können. So weist Dortmund eine besonders hohe Dichte an Ladepunkten auf. Der bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur durch RWE ist Voraussetzung für die Integration der Elektromobilität in der Region. Die Ladepunkte im Dortmunder Stadtbild und die elektrische Flotte der Stadt zeigen den Bürgern zudem, dass Elektromobilität im Alltag funktioniert. Also wir haben über Metropol-E auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger steigen können, indem wir beispielsweise Wissenschaftstage durchgeführt haben, wo die Bürger und Bürgerinnen mit den Elektrofahrzeugen das Thema Energiewende, Elektromobilität erleben konnten. Also egal, wo Sie mit dem Elektroauto hinfahren und laden, Sie werden immer angesprochen. Was tun Sie da? Was ist das? Wie funktioniert das mit dem Fahrzeug? In Dortmund entwickelt Metropol-E ein Geschäftsmodell zur effizienten und wirtschaftlichen Nutzung der Elektromobilität in Verbindung mit dezentral erzeugter erneuerbarer Energie. Ein Konzept, das Vorbild sein wird, damit auch andere Städte die Elektromobilität in ihre kommunalen Flotten integrieren und so den CO2-Ausstoß drastisch senken können.